Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Dramas Leere Netze, das am 18. Januar in den deutschen Kinos startet. Ich bin kein Fischer, dementsprechend sind meine Netze eigentlich immer leer, aber vielleicht geht's dir anders. Hallo Lida. Hallo, ja, auch ich bin keine Fischerin, aber trotzdem habe ich den Plot dieses Debüts an Land gezogen für euch. Das ist sehr toll, dann lass uns keine Zeit vertrödeln. Worum geht's in dem Film? Es geht um einen jungen Mann namens Amir. Er lebt im Iran und wünscht sich sehr, bald seine Freundin Nargis heiraten zu können. Aber was schwierig ist, ist, dass der Traum der jungen Leute fast unerreichbar scheint aufgrund des Klassengrabens zwischen ihnen. Sie ist aus einer recht wohlhabenden Familie, die eine Bäckerei besitzt. Er hingegen ist am Anfang ein kleiner Angestellter, der sie ja sehr symbolisch nur durch die Glasscheibe betrachten kann, und dann verliert er aufgrund seiner Empathie in seinem eigenen Beruf, die seinem Chef so gar nicht gefällt, seinen Job und muss eine noch schlechter bezahlte Arbeit in einer Fischerei annehmen. Weil er ein guter Schwimmer ist und auch gewillt, sich in den kriminellen Machenschaften dieser Fischerei über Wasser zu halten, scheint es für ihn kurzfristig bergauf zu gehen. Aber das Geld zu bekommen, das ja hat sozusagen seinen Preis. Wir haben diesen Film vor kurzem sehen können im Kino. Und bei mir war es so, ich habe das Kino aufgesucht und um mich herum war alles trist und grau, und dann bin ich ins Kino gegangen und der Film fing an und plötzlich war alles noch trister und grauer. Wenn ihr einen Faible habt für die Farbe Grau und die Stilistik Tristesse, dann ist das euer Film. Ich möchte aber nicht sagen, dass es etwas Schlechtes ist, ganz im Gegenteil, ich mag ja sowas. Und an dich die Frage erstmal, Lida, ist dir der Film auch so richtig schön trist und grau vorgekommen oder war er für dich vielleicht sogar ein bisschen zu trist? Nein, der hat mir sehr gut gefallen. Zum einen schafft er es hier durchaus realistisch, diese Vergeblichkeit der Aufstiegsversuche abzubilden, dieses ständige sich bemühen und auch wie es persönlich einen verändert, wie aus dem Unbeschwerten oder vielleicht die Unbeschwert ist das falsche Wort, aber dem optimistischen, dem hoffnungsvollen und allgemeinen menschenfreundlichen Amir langsam ein, ja, verbitterter und desillusionierter Mensch wird, dessen emotionale Bindung zu Nargis, seiner Freundin, auch darunter leidet, die ihn schließlich kaum noch wiedererkennt, einfach weil er umso mehr er wirklich mit dem harten Leben oder der ganz üblen Seite des Arbeitsmarkts konfrontiert wird, einfach nicht mehr dieser unbeschwerte Mensch sein kann. Und ich denke, dass das selten geschieht. Manchmal ist es etwas plakativ, wie der Regisseur und Co-Drehbuchautor, wenn ich es hier richtig im Blick habe, alleinige Drehbuchautor, wie er bestimmte Dinge noch parabolisch unterstreicht. Denn wir haben hier sehr viele Symbole, Allegorien, also schon allein angefangen mit dem Schwimmen, ja, es weht ein harter Wind, man muss sich über Wasser halten, das Wasser steht einem bis zum Hals, all diese Allegorien und dergleichen drängen sich auf, oder verschiedene Szenen, in denen Amir seine Freundin eben durch mehr oder weniger transparente Wände sieht, etwa wenn er sie in einem, ja, edlen Restaurant speisen sieht mit einem anderen jungen Mann, der ihr von ihrer Familie als Verlobter, ja, ich möchte mal sagen, angetragen wird, sodass Amir also noch mehr unter Druck steht, möglichst schnell das Geld zu bekommen, damit nicht Nargis sich vielleicht genötigt sieht, jemand anderen zu heiraten. Denn im Iran, ja, sehr konservative Gesellschaft, der Wille der Familie spielt also da eine große Rolle und wohl auch einen größeren als ihr eigener. Und er dann ausgesperrt ist und nur am Dienstboteneingang stehen kann. Als der Film anfängt, dachte ich noch so, okay, das wird eine Geschichte, die dreht sich komplett halt nur um Amir und Nargis, hält mir, wie hast du gesprochen, Nargis? Also seine Freundin.
Nagels. Und der Film verlässt sie ja, ich sag mal, nach einiger Zeit und ist sehr auf ihn fokussiert, nämlich als er seine neue Stelle als Fischer annimmt. Und er ist ja auch eine interessante Figur, weil ich möchte jetzt nicht sagen, er ist ein Moralist, aber er agiert schon sehr moralisch. Also er verliert ja seinen Job bei einem, ich sag mal, Caterer oder bei einem Hochzeitsveranstalter deswegen, weil er seinen Chef ja daran hindern möchte, eine Hochzeit abzusagen, weil der Brautvater noch nicht gezahlt hat. Und wenn die dann irgendwie die Netze einholen, ist er daneben und sammelt den Müll ein und bekommt dann Ärger, weil er den Müll einfach wieder ins Meer schmeißen soll. Und gerade, dass dieser, ich sage einfach mal, Moralist nach und nach fast schon gezwungen wird. Also er macht es irgendwie, er sagt immer, er macht es freiwillig, aber eigentlich ist da immer schon eine Art Druck hinter, Dinge zu machen, die er gar nicht machen möchte. Alles nur, um dann die Chance zu haben, halt bei seiner Freundin zu sein oder auch mal eine Zukunft aufzubauen, ist eine Tragik, die auf leisen Sohlen kommen, wie es so schon heißt, die aber am Ende deswegen noch umso effektiver ist. Wie war es bei dir? Oh ja, das sehe ich ähnlich. Ich würde ihn vielleicht nicht unbedingt als Moralist bezeichnen, weil für mich, zumindest für mich persönlich, der Begriff Moralist immer impliziert, dass jemand seine Moral anderen Leuten aufdrängen möchte. Also Moralist hat immer so was Starkes von Moralapostel. Aber ich möchte auch eher sagen, er hat so eine Art instinktive Gutherzigkeit und Empathie. Also auch diese Szene, in der er seinen vormaligen Chef, den Caterer, dann darum bittet und sagt, aber wir können doch jetzt hier, weil die Leute noch nicht bezahlt haben, die ganze Hochzeit quasi platzen lassen, den Familienvater oder das Familienoberhaupt hier blamieren vor allen Gästen, also persische Hochzeit, ja, großes Fest und natürlich dann auch ein bisschen eine Frage der Ehre, das opulent für alle Gäste auszurichten. Und wenn es dann auf einmal heißt hier, das ist nicht bezahlt, das wäre ja wirklich eine unheimliche Blamage und sehr schmerzhaft auch für das junge Paar, womit er sich natürlich identifizieren kann, denn diese Szene erinnert ihn ja auch an seine eigenen Wünsche zu heiraten. Er ist also immer ganz nahe an seinem Ziel, das ihm permanent vor Augen geführt wird durch andere Menschen, aber es ist unerreichbar. Er ist nah dran an dem Hochzeitspaar, er sieht seine Freundin, sie bringt ihm Gebäck aus der Bäckerei mit und all diese Leckereien sind so ein bisschen symbolische Kostprobe von dem süßen Leben, das ihm eben verwehrt ist. Und dass er einfach seinen menschlichen Grundanstand nicht halten kann in dieser Gesellschaft, wo man zur Hartherzigkeit und Korruption gezwungen wird, das ist tatsächlich eine sehr dezente, bittere Tragik, die viel zu selten in den Fokus gerät. Also gerade, dass das, ich sag mal, der Reichtum, wenn ich es mal vereinfacht, immer so ganz nah ist, noch immer so fast schon an ihm dran haftet, aber er kann ihn anfassen, aber er kann ihn nicht bei sich behalten. Das hast du so oft in dem Film allgemein, also nur, dass er hier den Kaviar zum Beispiel ausliefert, ist ja auch so was, ja. Und dann das Geld, was er dann hat und wenn er dann vor seinem Chef steht und sie ohne ein Wort zu wechseln, das quasi aushandeln, dass er noch ein bisschen mehr bekommt. Aber es ist halt nie genug. Und diese Verbitterung, die sich dann nach und nach bei Amir einschleicht, die sich dann aber auch so ein bisschen auch in die Beziehung zwischen ihm und Narges überträgt, ist ganz toll gemacht, weil es so, es ist wirklich so aufgezwungen. Es wirkt alles sehr plausibel, ja, es baut alles so aufeinander auf, aber es kommt trotz allem ohne so, was ganz viele Dramen haben, ohne diese komplette Übertreibung aus. Es hat mir sehr gut gefallen, gerade auch so die Szenen, die danach kommen, wenn er mit ihr wieder zusammen ist. Sie haben ja, ich nenne es mal so eine Art Liebesnest, wobei Liebesnest ist jetzt nicht, es ist eine stillgelegte Baustelle, wo sie auf Zementsäcken sitzen und sich unterhalten und Cola und Pizza essen. Aber auch da ist alles so grau und es gibt so eine schöne Szene gleich am Anfang, die für mich so ein bisschen symbolisiert hatte, wo die beiden stehen. Nämlich die erste Szene ist, er ist im offenen Meer und lässt sich so treiben und sein Kopf wippt so auf und ab in den Wellen und er sagt zu ihr, komm doch rein, aber sie will nicht. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch den Film, dass da schon eine Liebe ist von beiden Seiten, aber trotz allem schafft es keiner so wirklich, den anderen in seine Welt hineinzuziehen. Sie ist halt mehr so das Land, der Stein und er ist mehr das Wasser. Und dementsprechend, ich möchte das Ende nicht vorwegnehmen und nicht spoilern, dementsprechend fand ich es fast nur logisch, wie der Film geendet ist. Ja, das Ende, das einen sehr offenen Rahmen noch hat. Also man könnte es auch in verschiedene Richtungen als endgültig interpretieren, aber ich habe es auch zum Teil als offenes Ende und auch als ein sehr symbolisches Ende gesehen, ist da konsequent.
Ich denke, auch sehr schön in der Beziehung sieht man die beidseitige Ohnmacht, die aus verschiedenen Gründen entsteht. Er zum Beispiel ist aufgrund seines sozialen Stands, seiner beschränkten materiellen Mittel ohnmächtig. Er kann nicht das tun, was er möchte und dahin gehen, was er will. Sie ist eben, weil sie eben eine Frau ist, ohnmächtig in dieser iranischen, sehr konservativen, patriarchalisch-fundamentalistischen Gesellschaft. Sie kann nicht einfach sagen, ich sag mich jetzt los von meiner Familie, ich heirate wen ich will, ich habe vielleicht meinen eigenen Anteil am Familienvermögen und davon können wir uns was aufbauen, denn er ist ja absolut gewillt zu arbeiten und mit anzupacken. Er will sie ja nicht heiraten, weil sie irgendwie Geld hat. Das ist schon eine echte Liebe zwischen den beiden und das kann sie nicht. Sie muss sich an den Rahmen ihrer Familie richten und hat da keine, also nur eine minimale Mitsprache, wenn überhaupt. Und dieses Liebesnest, wie du es nanntest, das ist ein Hotel, eine angefangene Bauruine von einem Hotel, die nie fertiggestellt wurde. Und das hat auch eine mehrschichtige symbolische Bedeutung. Zum einen verweist es auf einen Zukunftstraum, den die beiden haben, der sich aber nicht realisieren lässt und eben auch so halb unfertig ist wie diese Ruine. Nämlich, sie wollen beide ein kleines Hotel irgendwo aufmachen. Das ist nicht so möglich. Und diese Hotelruine erinnert ja auch an diese Wirtschaftskrise, in der sich das Land befindet, die auch angesprochen wird in einer Szene, als sich Amir mit seiner ja offenbar verwitweten oder zumindest alleinstehenden Mutter unterhält und sie ihm sagt, ja, früher, als ich und dein Vater geheiratet haben, also da waren das andere Zeiten, da waren andere Möglichkeiten vorhanden als jetzt. Und auch daran erinnert, dass es viele Menschen gibt, die groß planen, die sich was aufbauen wollen, ganz buchstäblich und symbolisch, und deren Träume dann einfach nur in einer Ruine enden. Ja, also allgemein diese ganze Welt, die da gezeichnet wird, ist halt wirklich, sie hat was Ruinenhaftes. Selbst die Statussymbole, die da gezeigt werden, wirken, ja, ich klinge jetzt ein bisschen anmaßend, aber immer so ein bisschen secondhand. Es gibt auch eine sehr schöne Szene, die auch eine unglaubliche Symbolkraft hat, wenn er sie nach Hause bringt mit seinem Motorrad und dann quasi einem Jeep gegenübersteht. In diesem Jeep steht halt eben der bevorzugte Freund von Najas Vater, und wie er da mit seinem Motorrad einmal diesem Jeep zurückweicht, das hat eine unglaubliche Symbolkraft, und da muss ich dem Regisseur wirklich meine Hochachtung geben, obwohl der Film kein Film, der von Krawall und Lärm oder Lautstärke ist, sondern wirklich sehr von einer dezenten Beobachtungsgabe, wirkt der echt nach. Und zwar sehr, sehr, sehr deutlich und stark. Und das hat mir wirklich gefallen. Ich kam aus dem Kino raus und ich war sehr angetan. Aber erst jetzt so nach 2-3 Tagen muss ich sagen, okay, der ist echt gut. Also der wirkt nach. Es ist, habe ich dieses Jahr nicht so häufig gehabt bei Filmen, die so still waren wie jetzt Leere Netze. Ja, und er zeigt uns auch auf verschiedenen Ebenen, wie es mit dieser Gesellschaft immer weiter bergab geht, wie immer mehr junge Leute aus verschiedenen Positionen da in Notlagen geraten und keine Möglichkeit haben, irgendeine Perspektive zu finden. Denn Amir freundet sich auch an mit einem Arbeitskollegen in der Fischerei, bei dem dann sich herausstellt, er ist ein Journalist, der gesucht wird, dringend das Land verlassen muss, aber keine Option wirklich findet, das zu tun. Er hat offenbar den Fischereibetreiber, der da auch eben schmuggelt und Leute illegal übersetzt, eine Anzahlung gegeben, aber der will ihn jetzt nicht übersetzen. Also dass diese Zukunft für viele Leute einfach nicht möglich ist, dass es keinen Zielpunkt gibt, man kann nirgendwo hin, man hat keinen Ausweg und wird dann immer mehr gedrängt, Verzweiflungstaten zu begehen. Und dass dieses Meer natürlich auch eine symbolische Grenze ist oder diese Distanz ausdrückt, also dieses unglaubliche Hindernis, was überwunden werden muss, um zu dem sicheren Leben, sei es nun sicher vor Gefangenschaft oder sicher bequem vor sozialem Abstieg oder sicher vor einem Leben mit einem freier Hochzeitsanwärter, den man nicht möchte, um das zu erreichen, und dass das unüberwindbare Grenzen sind, denen die Leute eben ständig gegenüberstehen. Und diese Anfangsszene, wo er im Wasser schwimmt und sie am Ufer sitzt, das habe ich auch so ein bisschen interpretiert, dass sie die
die bodenständigere ist, die ernstere, wo er noch was Verspielteres, Hoffnungsfroheres hat und sie schon sieht, da sind massive Probleme da oder das ist alles nicht so easy peasy, wie er sich das vorstellen möchte. Trotz allem habe ich bis zum Schluss gehofft, dass es halt nicht so endet, wie es endet. Also weil die schon eine Chemie, was ist eine Chemie, aber es wirkte natürlich. Es wirkte wirklich, wenn die zusammen waren, wie so ein bisschen, wie so eine kleine Perle des Glücks inmitten dieser absolut grauen Tristesse. Und das waren so Momente des Glücks, des Lichts in diesem Film und die waren sehr selten. Die hatte ich teilweise auch, wenn er mit seiner Mutter agiert, da hat man auch gemerkt, da ist eine Vertrautheit, eine Liebe. Ich finde es auch, die Mutter ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig in dem Film, weil sie ja auch etwas tut oder sie ja auch ihrem Sohn quasi, ich sag mal, Erlaubnis oder die Option auch ermöglicht, halt eben das, also wegzuziehen, was er ja nicht annehmen möchte. Es ist interessant, wie wichtig für ihn halt wirklich diese beiden Frauen sind. Diese beiden Frauen, und das ist natürlich auch wieder so eine Art Klischee, sowas haben beide sowas Mütterliches, es geht um Liebe. Und bei den Männern findest du halt wirklich meist nur Korruption oder halt eben auch irgendeine Art von Gefahr. Bei den Männern ist es wirklich so, dass jeder was von ihm will, aus verschiedenen Gründen. Du hast schon gesagt, es gibt diesen Journalisten, der halt flüchten möchte. Es gibt aber natürlich auch diese korrupten Fischer. Und bei den beiden Frauen ist es ja anders. Da geht es mehr so was Nahbares, ne? Die haben was zu geben und das zeigt der Film ja auch oft so metaphorisch durch Essen zum Beispiel, dass Nagis jedes Mal, wenn sie zu ihm kommt, ihm irgendwas Schönes mitbringt oder dass seine Mutter ihn eben bekocht, wenn er denn bei ihr ist und eben auch von sich aus zum Beispiel, was du schon erwähnt hast, sagt, wenn ihr jungen Leute dann geheiratet habt, dann wollt ihr eure eigene Wohnung haben, also sie das schon denen zugesteht und gar nicht so, wie es vielleicht andere machen würden oder wie es auch gar nicht so unüblich wäre in vielen anderen Kulturen, dass dann die alten Eltern bei den verheirateten Kindern wohnen, sondern sie dann eben sagt, ihr braucht dann euren eigenen Raum für euch, was ja auch wesentlich realistischer ist. Wobei diese eine Szene echt hart war, wo Amir und Nagis bei Nagis Eltern sind und sich quasi dann als Liebespaar outen, sag ich mal. Das war auch eine harte Szene, nicht weil es da irgendwie physisch gewalttätig wird, aber weil dieser Druck, der da ausgelöst wird, schon echt heftig ist. Also das war eine echt unangenehme Szene. Allgemein war der Film voller so unterschwellig unangenehmer, fast schon aggressiv machender Szenen. Zumindest bei mir löste das ganz oft so eine Art von innere Aggressivität aus, weil es so unfair einfach war, so ungerecht. Ja, aber ich finde das sehr positiv eigentlich, denn ich denke, Filme müssten öfter so sein, dass man wirklich diese Wut, diese Verzweiflung spürt, denn dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sich in der Gesellschaft mal irgendwas was ändert. Ich denke, die Leute sind viel zu selten wütend über diese gesellschaftlichen Missstände und ich denke, das ist noch ein größerer Faktor. Viele glauben an eine Meritokratie. Ich denke, viele verstehen nicht ansatzweise, wie hart dieser Kampf für Arbeiter und Unterschicht ist, nur die Nase über Wasser zu halten und wie unmöglich es oft ist, diese ganzen Schranken zu überwinden. Das beginnt ja schon als Kind mit den Bildungsmöglichkeiten und den Lernmöglichkeiten, die man hat und die dann als Basis für das ganze Leben dienen und dass du einfach am Ende auf dein Leben zurückblickst und immer nur dich abgekämpft und geackert hast. Und der Höhepunkt ist dann vielleicht, dass du mal irgendwie 2 Wochen Urlaub hast und einmal nach Spanien fahren kannst. Und selbst das ist für viele nicht möglich. Und sonst ist da nichts mit Selbstverwirklichen und selbst die minimalen Träume, die man hat, die so klein und bescheiden sind, die sind einfach nicht nötig, nicht möglich, also nicht möglich zu realisieren. Und trotzdem haben wir eine Gesellschaft, die mehrheitlich, insbesondere die bürgerliche Mittelschicht, fest überzeugt ist, dass wir eine Meritokratie hätten, in der hart arbeiten sich auszahlt. Wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass wir, glaube ich, zum Fazit kommen können, oder? Ja. Gut, ich fange mal an. Dieser Film ist trist und grau, aber auf eine gute Art und Weise. Er wirkt nach. Er ist ganz bestimmt kein Film, der die Massen ins Kino lockt, was schade ist. Ich glaube, dieser Film verdient eine gewisse Art von Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass er die bekommt, wenn er am 18. Januar startet. Ich glaube es nicht, trotz allem, wenn ihr was übrig habt für gut gespielte, gut geschriebene,
Und auch wirklich intensive Dramen, die aber ihre Intensität nicht aus lautem Gebrüll und Geschrei generieren, sondern wirklich durch ihre Geschichte und durch ihre Figuren und durch die Entwicklung dieser Figuren, dann solltet ihr euch Leere Netze definitiv angucken und das wäre mein Fazit. Du bist dran. Da schließe ich mich vollkommen an. Stille Wasser sind tief und auch dieser sehr ruhige Film hat eine große symbolische und psychologische Tiefe. Wirft einen sehr pragmatischen, aber auch realistischen und harten Blick auf die Gesellschaft, die in diesen Aspekten, die hier beleuchtet sind, von unserer hier in Deutschland, in Europa keineswegs weit entfernt ist. Räumt also auf mit diesem meritokratischen Mythos und zeigt uns hier mit sehr subtilem, guten Schauspiel komplexe, realitätsnahe Figuren, auch wenn der Symbolismus manchmal ein bisschen übertreibt, ein bisschen sehr dick trägt, hat das bei mir durchaus gewirkt und ich gebe eine volle Empfehlung für Leere Netze. Vielen Dank. Dann haben wir zweimal volle Empfehlung für Leere Netze, das heißt Anguckbefehl. Außerdem angucken könnt ihr uns die Telestammtisch, die Webseite www.tele-stammtisch.de und wenn ihr noch im Internet unterwegs seid, dann sucht uns einfach, denn uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Damit sind wir durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Lida, ich danke dir für deine Meinung und Expertise. Ich sage tschüss und wir hatten es schon mal, ne? Liebe Lida klingt irgendwie seltsam. Trotzdem, liebe Lida, dir gebührt das letzte Wort. Ja, Lida ist doch ganz lieb. Ja, also liebe Lida, was klingt daran seltsam? Das ist doch fast schon eine Tautologie. So. Tschüss. Feierabend. Ja, aber wirklich. So. Ich bekomme noch ein bisschen Kaviar und dann geht's auch. Genau, jetzt noch einen kleinen Kaviar zum Schlafen gehen. Ne? Man isst ein bisschen und der billige, den macht man sich dann so als Nachtmaske und damit ist der Tag. Es ist echt schlimm geworden mit Telestammtisch. Die haben uns jetzt sogar das Budget für Champagner ein bisschen gekürzt. Ich kann mir jetzt am Tag noch eine Flasche leisten. Schlimm, es ist schlimm. Ja, ich kann auch gar kein Voss mehr trinken. Nur noch San Pellegrino. Es ist einfach unverschämt. Das ist echt schlimm. Das San Pellegrino nehme ich sonst ja nur zum Händewaschen. Ach Gott, der macht die Hände immer so trocken. Nee. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.